Seit Mitte Oktober wird in Dresden jeden Montag demonstriert. Erst 350, dann 500, mittlerweile rund 15.000 Teilnehmer. Wer demonstriert? Pegida. Die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Warum? Weil in Dresden, wo der Ausländeranteil lediglich 2,2% beträgt, die Leute Angst vor Islamisierung haben. Macht Sinn. Das Pegida-Bündnis ist gegen Islamisierung und will das christliche Menschenbild in Deutschland verteidigen. Das meint jedenfalls auch Pegida-Initiator Lutz Bachmann, der unter anderem wegen Körperverletzung, Einbruch und Diebstahl vorbestraft ist. Glaubwürdig. Nach Dresden formieren sich nun immer mehr Pegida-Gruppen in Städten wie Düsseldorf, Bochum, Bonn und München. Als Organisationsplattform dienen ihnen zum Beispiel Facebook-Gruppen. Pegida distanziert sich von Rechtsextremen, spricht sich sogar für eine Aufnahme von politisch und religiös Verfolgten und Kriegsflüchtlingen aus, benutzt aber auch altbekannte NPD-Parolen. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist den tausenden Teilnehmern vorzuwerfen, dumme Nazis zu sein. Das sind doch einfach besorgte Bürger, bei die sich benachteiligt fühlen. Was man aber machen muss, ist sehen, dass hier unter anderem versucht wird, altbekanntes rechtes Gedankengut wieder salonfähig zu machen, aller, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Wenn man radikale Muslime raussagt und keiner dagegen spricht, versucht man es beim nächsten Mal gleich mit alle Muslime raus aus Deutschland. Und wohin uns diese Denkweise gebracht hat, könnt ihr in jedem Geschichtsbuch nachlesen. In Deutschland kriegt eine Partei Geld vom Staat, wenn sie sich zu 50% selbst finanzieren kann. Nur dann bekommt sie die volle Summe an staatlichen Zuschüssen. Bis 4 Millionen Kreuze bei der Wahl gibt es 85 Cent pro Stimme, für jede darüber hinaus 70 Cent. Was passiert aber, wenn durch die hohe Wahlbeteiligung so ein Haufen Geld für eine Partei anfallen würde, sie selbst aber zu wenig eigene Einnahmen hat? Genau, sie muss ihre eigenen Einnahmen steigern. Zum Beispiel durch den Verkauf von Goldmünzen, wie es die AfD gerade tut. Das ermöglicht eine gesetzliche Grauzone. Die AfD macht zwar durch den Verkauf kaum Reingewinn, steigert die Einnahmen aber über 1,7 Millionen Euro. Und dann gibt es für jeden Euro, den die AfD aus sonstigen mit Einnahmen verbundenen Tätigkeiten gewinnt, Geld vom Staat. Das widerspricht laut Bundespräsident Lammert dem Grundgedanken, dass Parteien sich zu einem Anteil von 50% selbst finanzieren müssen. Er will das Gesetz ändern. Eine Prüfung der Bundesverwaltung ergab, aber Erlöse aus dem Goldhandel können als Einnahmen im Parteigesetz angerechnet werden. Die Satirepartei, die Partei macht sich aus der Sache einen Jux und verkauft jetzt Bargeld. 100-Euro-Schein plus 2 Postkarten gibt es für 105 Euro, um die eigenen Parteieinnahmen aufzupolieren. Definitiv eine sehr lustige Aktion, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, aber im Grunde wird es schwierig sein, diese gesetzliche Grauzone zu beseitigen, denn wer sagt, dass das Goldgeschäft dem Grundgedanken widerspricht, aber nicht die Tatsache, dass sich andere Parteien, zum Beispiel CDU und SPD, an Großunternehmen beteiligen, um ihre Einnahmen aufzupolieren. Was haltet ihr vom Ausnutzen gesetzlicher Grauzonen? Ist das legitim oder sollte man es nur tun, um auf Missstände hinzudeuten? Schreibt mir das in die Kommentare. Unsere Newsnummer ist die 1,9 Milliarden, denn 1,9 Milliarden Pfund will das Vereinigte Königreich an Schulden aus dem Ersten Weltkrieg begleichen. Aber Moment, das ist jetzt 100 Jahre her. Wieso jetzt und an wen überhaupt? Vor 100 Jahren brachte die britische Regierung Anleihen an mehr als 120.000 Briten, um so den Ersten Weltkrieg zu refinanzieren. Deal für die Anleger? Ein Zins von 5%, später 3,5%. Der wurde zwar jährlich ausgezahlt, allerdings komplett ohne Anspruch auf die Rückerstattung der verliehenen Summe an sich zu einem fixen Datum. Jetzt, nach 100 Jahren, ist Zeittag, da sich das Papier für das Finanzministerium nicht mehr rechnet. Laut amtlichen Schätzungen hat Großbritannien seit 1917 5,5 Milliarden Pfund allein an Zinsen für die Anleihen zahlen müssen. Genug Hirnfraß für heute. Wir sehen uns in 5 Wochen wieder und hier findet ihr bis dahin noch 2 richtig coole Videos von mir. Zombie Boys wieder friedlich, Prädikat, Brainfat. Radikale Muslime raussagt und keiner dagegen spricht, versucht man es beim nächsten Mal gleich mit alle Muslime raus aus Deutschland. Und wohin uns diese Denkweise gebracht hat, könnt ihr in jedem Geschichtsbuch nachlesen. In Deutschland kriegt eine Partei Geld vom Staat, wenn sie sich zu 50% selbst finanzieren kann. Nur dann bekommt sie die volle Summe an staatlichen Zuschüssen. Bis 4 Millionen Kreuze bei der Wahl gibt es 85 Cent pro Stimme, für jede darüber hinaus 70 Cent. Was passiert aber, wenn durch die hohe Wahlbeteiligung so ein Haufen Geld für eine Partei anfallen würde, sie selbst aber zu wenig eigene Einnahmen hat? Genau, sie muss ihre eigenen Einnahmen steigern. Zum Beispiel durch den Verkauf von Goldmünzen, wie es die AfD gerade tut. Das ermöglicht eine gesetzliche Grauzone. Die AfD macht zwar durch den Verkauf kaum Reingewinn, steigert die Einnahmen aber über 1,7 Millionen Euro. Und dann gibt es für jeden Euro, den die AfD aus sonstigen mit Einnahmen verbundenen Tätigkeiten gewinnt, Geld vom Staat. Das widerspricht laut Bundespräsident Lammert dem Grundgedanken, dass Parteien sich zu einem Anteil von 50% selbst finanzieren müssen. Er will das Gesetz ändern. Eine Prüfung der Bundesverwaltung ergab, aber Erlöse aus dem Goldhandel können als Einnahmen im Parteigesetz angerechnet werden. Die Satirepartei, die Partei macht sich aus der Sache einen Jux und verkauft jetzt Bargeld. 100-Euro-Schein plus 2 Postkarten.
Postkarten gibt es für 105 Euro, um die eigenen Parteieinnahmen aufzupolieren. Definitiv eine sehr lustige Aktion, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, aber im Grunde wird es schwierig sein, diese gesetzliche Grauzone zu beseitigen. Denn wer sagt, dass das Goldgeschäft dem Grundgedanken widerspricht, aber nicht die Tatsache, dass sich andere Parteien, zum Beispiel CDU und SPD, an Großunternehmen beteiligen, um ihre Einnahmen aufzupolieren? Was haltet ihr vom Ausnutzen gesetzlicher Grauzone? Ist das legitim oder sollte man es nur tun, um auf Missstände hinzudeuten? Schreibt mir das in die Kommentare. Unsere Newsnummer ist die 1,9 Milliarden, denn 1,9 Milliarden Pfund will das Vereinigte Königreich an Schulden aus dem Ersten Weltkrieg begleichen. Aber Moment, das ist jetzt 100 Jahre her. Wieso jetzt und an wen überhaupt? Vor 100 Jahren brachte die britische Regierung Anleihen an mehr als 120.000 Briten, um so den Ersten Weltkrieg zu refinanzieren. Deal für die AIDA-Initiator Lutz Bachmann, der unter anderem wegen Körperverletzung, Einbruch und Diebstahl vorbestraft ist. Glaubwürdig. Nach Dresden formieren sich nun immer mehr Pegida-Gruppen in Städten wie Düsseldorf, Bochum, Bonn und München. Als Organisationsplattform dienen ihnen zum Beispiel Facebook-Gruppen. Pegida distanziert sich von Rechtsextremen, spricht sich sogar für eine Aufnahme von politisch und religiös Verfolgten und Kriegsflüchtlingen aus, benutzt aber auch altbekannte NPD-Parolen. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist den tausenden Teilnehmern vorzuwerfen, dumme Nazis zu sein. Das sind doch einfach besorgte Bürger, bei die sich benachteiligt fühlen. Was man aber machen muss, ist sehen, dass hier unter anderem versucht wird, altbekanntes rechtes Gedankengut wieder salonfähig zu machen. Alla, das wird man doch wohl noch sagen dürfen, wenn man... Seit Mitte Oktober wird in Dresden jeden Montag demonstriert. Erst 350, dann 500, mittlerweile rund 15.000 Teilnehmer. Wer demonstriert? Pegida, die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Warum? Weil in Dresden, wo der Ausländeranteil lediglich 2,2% beträgt, die Leute Angst vor Islamisierung haben. Macht Sinn. Das Pegida-Bündnis ist gegen Islamisierung und will das christliche Menschenbild in Deutschland verteidigen. Das meint jedenfalls auch Pegida.